Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Das Video wird ein bisschen komisch, weil gleich danach kommt nochmal eine Begrüßung. Ich habe ganz normal das Video bearbeitet für den Kani Mani Sea Day und dann kam eine krasse Neuigkeit rein. Und zwar hat Niantic was Neues eingeführt. Ich nenne es mal den Quest Day. So wie der Raid Day, so wie der Sea Day. Nur mit Quests. Nächstes Wochenende, 11 bis 14 Uhr. In den 3 Stunden, so wie ich es richtig verstanden habe, ist jede Quest eine Barshore Quest mit der Chance auf Shiny Barshore. 19. Januar. 11 bis 14 Uhr, laut Niantic nicht lange verfügbar, eben nur die 3 Stunden. In den 3 Stunden drehe eine Fotodisk und erhalte Aufgaben, um ein Barshore zu bekommen und mit Glück eben Shiny. Coole Idee von Niantic. Wir haben jetzt die Raid Days, wir haben die Sea Days und jetzt haben wir die Quest Days. Ich bin gespannt. Shiny Barshore ist cool. Bin gespannt, wie die Rate so sein wird. Bin gespannt, was die nächsten Monate für Quest Days kommen. Bin gespannt, wie das Feedback so ist. Eure Meinung zum Quest Day unten in die Kommentare. Ich finde es eine sehr gute Idee. Ich freue mich drauf. Bin gespannt. Video werdet ihr natürlich sehen. Aber jetzt erstmal weiter mit dem Kani Mani Sea Day Video. Viel Spaß. Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Mit dem obligatorischen Sea Day Community Day Vorbereitungsvideo. Ihr wisst, am Samstag ist Kani Mani Sea Day. Auf den ersten Blick gar nicht so spannend. Aber wenn man genau hinschaut, ich glaube, der wird gar nicht so schlecht. Bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch gerne daran erinnern, ein Like, ein Abo oder einen Kommentar zu hinterlassen, würde mich und den Kanal auf jeden Fall sehr unterstützen. Ich muss euch noch was sagen, ich habe wieder was Krasses gebrütet. Ich habe ein Video gestern hochgeladen, wo ich meine Ausbeute gezeigt habe. Kleine Anlehnung an Tanzverbot und seine Einkäufe vom Videos. Und in dem Video habe ich was Krasses gebrütet. Ein 100er Gabouts. Echt nicht schlecht, momentan läuft es bei mir. 100er Togepi, Shiny Knospi, 100er Gabouts. Und jetzt wieder was relativ Krasses. Shiny Elekid. Blende ich hier ein. Ich kann mich nicht beschweren, aber ich brüte auch echt viel in letzter Zeit. Ich habe eine Menge Brutmaschinen am Start. Ich habe bei der vorletzten Box, war das glaube ich, reingehauen und da 110 Euro wieder aufgeladen und die ganzen Boxen gekauft mit den Pässen und den Brutmaschinen. Und davor hatte ich sogar noch eine Menge Brutmaschinen über. Mal schauen, wie viel ich am Sea Day verbrauchen kann, weil da lohnt es sich auch auf jeden Fall richtig hart. Brüten, brüten, brüten. Ah ja, und in dem Video habe ich auch gefragt, wie es mit den IVs aussieht, weil ich ja so viel brüte, ob ich die einblenden soll. Weil meistens ist es ja so, wenn was Krasses kommt, dann sage ich es ja, dass es krass ist. Und in den meisten Fällen sind die Sachen halt nicht krass. Eigentlich nicht mal wirklich erwähnenswert. Und da habe ich euch mal gefragt und die meisten meinten halt, nee, brauchst du nicht unbedingt. Wenn was Krasses dabei ist, dann sagst du es ja eh. Und jetzt, wenn irgendwas 84% hat oder sowas, braucht man nicht unbedingt zu wissen. Dementsprechend blende ich das dann doch nicht ein. Auf jeden Fall, Samstag, Kani Mani Sea Day. So wie immer, 11 Uhr bis 14 Uhr. Nicht immer Samstag. Gab es auch mal ab und zu Sonntag, aber in letzter Zeit immer Samstag. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet, Samstag oder Sonntag. Wobei Sonntag ist eigentlich schon chilliger. Ja, 11 bis 14 Uhr, 3 Stunden Lockmodule. Das heißt, wenn ihr ein Modul zündet, das hält 3 Stunden. Das heißt aber auch, wenn ihr um 13.59 Uhr das Modul zündet, das hält dann 3 Stunden. Bis 16.59 Uhr dann. Und wenn ihr davor ein Modul zündet und das dann ins Event noch reinläuft, das blockiert dann den C-Day. Aus diesen Modulen kommen dann nicht erhöht Kani Manis zum Beispiel, sondern noch die normalen Sachen von der Zeit, wo das normal gezündet wurde. Was viele Leute auch verärgert, also bitte nicht machen. Sagen wir, der zündet die um 10.45 Uhr, ja? Dann würde es noch bis 11.15 Uhr laufen. Das heißt, diese 15 Minuten, wo es noch ins Event reinläuft, da kommt nicht erhöht Kani Mani aus diesem Modul. Und extra eine Stunde danach, also es gibt ja einen speziellen Move, mehr dazu später noch. An diesem speziellen Move, den kann man während der 3 Stunden erhalten. In der Zeit, in der das Event läuft, einfach ein Kani Mani zu Impagato entwickeln. Aber es gibt noch eine Stunde extra. In der Zeit läuft kein Bonus und die Module laufen auch nicht länger. Aber in der Zeit kann man immer noch entwickeln und die besondere Attacke bekommen. Das ist halt besonders wichtig oder sehr gut für uns, weil wir dann in der Zeit noch tauschen können und dann zum Beispiel ein Lucky entwickeln können, das dann die Attacke bekommt. Weil Lucky Pokémon haben ja in der Regel bessere IV. Dadurch können wir noch garantieren, dass wir ein gutes entwickeln, das die Attacke bekommt. Ich blende euch mal hier die IVs ein. Wie immer hat bestimmt einer die ganzen IVs aufgeschrieben und postet es in die Kommentare. Die kann man nämlich dann einfach einfügen in die Suchfunktion und dann werden alle möglichen 100er rausgefiltert. Die Werte kann man auch erweitern für 98 oder 96. Aber nicht vergessen, das sind nur potenziell die richtigen. Kann ja auch sein, dass, sagen wir mal, Moment, Level 20 100% hat 646. Kann jetzt aber natürlich auch sein, dass irgendein Kani Mani mit einem höheren Level, sagen wir 23 oder so, auch 646 hat. Aber das hat dann natürlich nicht 100. Ich hoffe, ihr versteht das. Auf jeden Fall, was garantiert ist, ohne Wetterboost
Level 30, 970, das ist garantiert 100%. Und mit Wetterboost 35.051. Aber Liste könnt ihr hier abchecken oder wie gesagt, unten in den Kommentaren bestimmt einer mit den ganzen Werten. Dann könnt ihr das halt einfach eingeben, dann tauchen die auf, die potenziell 100 haben oder auch 98, 96, kommt auf euren Suchwert an. Die könnt ihr markieren und den Rest könnt ihr einfach direkt wegschmeißen. Dann habe ich noch einen interessanten Artikel von meinem Kollegen, und zwar der Noah von MeinMMO. Artikel ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und für PvP gibt es verschiedene Ligen. Da muss man ja auch darauf achten, wie hoch das Pokémon kommt. Max WP und so. Und hier hat er aufgeschrieben, für die Superliga darf euer Kanimani maximal 586 haben. Wenn das dann durchentwickelt wird zu Imperator, dann wird es zu einem Imperator mit unter 1500. Also maximal 586. Jedes Kanimani mit mehr WP würde dann zu einem Imperator werden mit mehr als 1500 WP. Und für die Hyperliga maximal 987. Was an sich aber schon ziemlich krass ist. Also die wenigsten Kanimani kommen auf über 987. Also eigentlich nur mit Wetterboost, also über Level 30. Die besondere Attacke für den C-Day, die wir bekommen, ist Hydro Cannon oder Aqua Haubitze. Komischer Name. Wie gesagt, die können wir während der 3 Stunden oder in der Stunde danach als extra noch erhalten, indem ihr einen Impergator entwickelt. Alte Impergator können nicht die Attacke erlernen durch TMs. Ich weiß, ein paar Leute werden es versuchen, weil die zweite Attacke kann ja möglicherweise, kann eigentlich nicht, aber bei Niantic weiß man nie, da sind immer Bugs unterwegs. Aber manche hoffen, dass die zweite Attacke durch den TM dann zu Aqua Haubitze werden kann. Wegen Bugs und sowas. Fände ich persönlich gar nicht so schlecht und interessant. Dann würde ich sogar vielleicht ein paar Pokémon die zweite Attacke beibringen. Aber so bin ich immer noch nicht interessiert. Auf jeden Fall, die Attacke ist gar nicht so schlecht. Und Impagato ist dadurch echt gar nicht so schlecht als Wasserangreifer. Also DPS-technisch ist Impagato auf Platz 3. Hinter Kyogre und Tohaido. Rein theoretisch auf Platz 2 hätte er sein können. Könnte er beide Attacken. Weil er kann Legacy Moveset Aqua Knarre und damit Aqua Haubitze wäre auf Platz 2. Also ist unmöglich, weil Aqua Knarre ist Legacy Moveset. Das heißt, jedes, das ihr jetzt entwickelt, um Aqua Haubitze zu bekommen, kann nicht Aqua Knarre haben. Deswegen nur auf Platz 3, aber vor Gyarados, aber nur rein DPS technisch. Und wir wissen, DPS ist nicht alles. Also die besten Pokémon nach DPS zu sortieren, heißt aber nicht unbedingt, die besten Pokémon nach Besten zu sortieren. Ist aber nicht unbedingt gleichzuziehen mit einer Rangliste der Besten dann. Nur wenn man es nach DPS sortiert. Und jetzt kommen wir zum Bonus. Der Bonus ist nämlich ein Viertelkilometer für die Eier. An sich gar nicht so gut. Vor allem der Bonus aktiviert sich nur für die Eier, die man nach 11 Uhr in den Inkubator schmeißt. Und dann in den 3 Stunden kann man eh nicht so viel laufen. Aber momentan läuft ja auch Doppelbonbon und Doppelstaub. Das heißt, man kann wirklich eine Menge brüten und eine Menge Staub daraus holen. Blende ich euch hier auch nochmal ein. So normal 2 Kilometer, 5 Kilometer, 7 und 10. Mit dem Bonus 0,5, 1,25, 1,75 und 2,5. Und jetzt auch obendrauf mit dem Super-Inkubator 0,33, 0,83, 1,17 und 1,67. Also kann man 10 Kilometer in 1,67 Kilometern brüten. Man kriegt daraus doppelt Staub und doppelt Bonbon und dann auch noch Sternstück rein. Und dann mit neuen Brutmaschinen rumlaufen. Also ich bin gespannt, wie viel Staub ich machen kann. Also im Livestream gerade haben wir da ein paar Zahlen uns ein bisschen genau angeschaut, bisschen gerätselt, bisschen spekuliert. Wenn man jetzt die ganze Zeit mit neuen Brutmaschinen läuft und sagen wir im Schnitt sind das 5er und die 5er brauchen nur 0,83 Kilometer, also 830 Meter, was halt krass ist, gar nichts ist. Und wir im Schnitt in der Stunde, und da war ich mir nicht sicher, aber die meisten haben gesagt, man schafft schon ca. 5 bis 6 Kilometer in der Stunde, das mal 3. Also da kamen dann am Ende schon so Zahlen mit zwischen 300 und 500.000 Staub raus. Man darf ja auch nicht vergessen, wir fangen ja auch noch Pokémon, Sternstück ist an. Also ich bin echt gespannt. Eine halbe Mille Staub, das wäre abnormal. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie viel Staub ich machen kann. Aber davor muss ich auch noch einen Impergator auf Max pushen. Das kostet auch nochmal Staub. Das müssen wir erstmal abziehen. Da muss ich auf jeden Fall eine Menge Staub machen, um das wieder rauszuholen. Und dann wird auch noch Heatran gemaxt. Aber der C-Day-Bonus jetzt, kombiniert mit dem Event-Bonus, Doppelsternstaub fürs Brüten und ein Viertelkilometer fürs Brüten, könnte möglicherweise das Krasseste sein. Ich muss mal auch schauen, ich habe mir was Verrücktes überlegt, weil es gibt ja an sich nichts Besonderes, wenn man eine Menge Kanimani fängt. Also gibt es eigentlich auch keinen Grund, eine Menge Kanimani zu fangen. Also viele Leute, die ich kenne, werden nach Pasing gehen wegen dem Wetter. Problem ist, man kann da halt nicht viel gehen. Die haben halt vor, in einem Café dort zu sitzen, im Alex. Da kommt man an 5 Stops ran, aber dieser C-Day fokussiert sich auf Brüten und Laufen. Ich will gar nicht so viele Kanimani fangen. Deswegen überlege ich, ob ich einfach nur gehe. Ich meine, ich werde schon ein, zwei Shinies bekommen. Mehr als einen brauche ich eigentlich gar nicht für die Sammlung, für den Pokédex. Und einfach nur gehe und den Bonus ausnutze und brüte und brüte und brüte. Habe ich mir so überlegt. Mal schauen, ob ich das machen werde. Aber ich denke schon.
Weil vor allem der Rest ist eh nicht am Start, die sind alle in Parsing, was mir zu weit weg ist und ja, ich will laufen und gehen und brüten. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Viel Spaß beim C-Day. Der wird echt gar nicht so schlecht. Ich glaube, der wird echt abgehen. Der ist echt unterschätzt. Schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr gehypt seid für den Kanimani C-Day. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.